Freunde, ich war heute nach langer Zeit nochmal im Rewe im... Ich fange nochmal von vorne an. Freunde, ich war heute nach langer Zeit nochmal im Real. Ich war da seit gefühlt 5 Jahren nicht mehr. Und hab mir gedacht, hey, die haben doch eigentlich nur Scheiße. Und was musste ich entdecken? Einen Craft-Bier-Schrank. What? Da habe ich mir natürlich direkt ein bisschen was mitgenommen. Pass auf. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Flaschen Bier habe ich mir mitgenommen, ohne auf den Preis zu gucken. Gehe an die Kasse und muss 25 Euro bezahlen. Wow. Krass. Krass ist auch, der Ton ist so laut. Ich muss dazu sagen, ich habe ein 4-Pack Guinness dazu geholt. Aber heftig. Ja, ich trinke jetzt eins davon. Zusammen mit meinem guten Kumpel Tywin Lannister. Ist mal wieder ein blödes Wochenende. Ich muss morgen früh aufstehen. Und, also heute ist Freitag. Ich muss morgen früh aufstehen und Sonntag auch. Darum gibt es mal wieder keinen Biertest mit Eric. Es tut mir leid. Aber die Kante geben ist dann nicht. Und wenn ich mit Eric zusammen bin, läuft es immer auf Exitus hinaus. Ich meine, ihr wisst doch, wie es läuft. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum macht der Typ wieder einen Biertest im Stehen für ein einziges Bier, es liegt schlichtweg daran, dass mein Stuhl kaputt ist. Kein Scheiß. Wir trinken das Riegele Biermanufaktur Simcoe 3. Hopfiges Lebensglück. Gebraut in der Riegele Biermanufaktur und empfohlen vom Weltmeister der Biersommeliers, Sebastian Priller. Von dem habe ich sogar schon mal gehört. Wow, ich bin einfach nur ein Pro. 5% Alkohol. Die Charge 18-18-1. Was soll das denn heißen? Naja. Simcoe 3 verdankt seinen Geschmack dem Hopfen-Dreiklang von Hallertauer Perle, Hallertauer Opal und dem amerikanischen Simcoe-Hopfen, der bei 0 Grad kalt gestopft das Bier im Reifekeller verfeinert. Oh, okay. Wow. Vollmundig komplex Hopfen-Dreiklang. Da steht eine ganze Menge drauf. Daumen auch 3. Verstehst du? Also, Aroma, Holunder, Aprikose, Mango. Am besten lese ich das gar nicht vor, sondern sag einfach gleich, dass ich das da rausrieche. Perlage, lebendig, also ist relativ sprudelig. Bittere, liegt bei 60%. Ungefähr, 55%. Körper, vollmundig und komplex. Ja, für 2,80 Euro erwarte ich sowas auch. Hefetyp, Riegele, Ale, Hefestamm, 306. Alkohol, haben wir schon vorgelesen, 5%. Genusstemperatur 9 Grad, hat es glaube ich sogar. Mhm. Perfekt zu asiatisch, Fisch und hervorragend als Aperitif. Das Vorlesen dauert länger als der Biertest. Also als das Trinken, nicht als das Video, das wird keinen Sinn machen. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe, Pilsnermalz, Steffi, Münchnermalz, Hopfen, Hallertauer, Perle, Opal und Simcoe, haben wir eben schon gelesen. Und das war's. Nice. 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 Da wollte aber einer an die Luft, ey. Was sagt er dazu? Farbe? Gut. Farbe gut. Farbe mir gut. Mir gerade schon. Der Schaum ist sehr gut, das liegt jetzt am Einschütten, dass der oben so grob ist, aber eigentlich ist der Schaum sehr fein. Das gefällt mir ganz gut. Es ist ein verdammtes Pale Ale, Mann. Das ist, also, boah. Unfassbar bitterer Geruch. Gut, da stand natürlich auch bittere Lebensfreude drauf. Nee, hopfige Lebensfreude. Bittere Lebensfreude. Bittersweet Symphony. Hopfiges Lebensglück. Na klar, wie gut, dass ich mir 2 Worte merken kann. Ja, es riecht unfassbar bitter. Grapefruit-Extrakt. Also nicht wie Grapefruit selbst, sondern wie der bittere Teil aus der Grapefruit tatsächlich. Also Rewe hätte ich nicht gedacht, ne? Ein Riesenschrank. Die haben alle Sorten von, wie heißt die Scheißbrauerei, die Traubenzucker mit ins Bier puncht. Wir sind cool miteinander, ne? Inselbrauerei von Rügen. Haben wir einen Biertest drüber gemacht. Ich würde jetzt sagen, ich verlinke den hier oder da. Da, ne? Dauert wohl, hat Spielfilmlänge. Ist es aber wert, weil wir waren selten so fertig am Ende. Und am Ende werdet ihr alle auch noch gedisst. Wie es sich gehört, für ein gutes Eric und Frank TV Video die Fans fertig machen. War offiziell damals das letzte Video auch. Aber dann haben wir es einfach nicht geschafft.
aufzuhören mit der Scheiße. Und jetzt stehen wir immer noch hier. Mit 777 Abonnenten. Verdammte Scheiße, drück da mal auf D-Abo. Boah, direkt schlechte Stimmung. Ich probiere jetzt einfach mal. Scheiße. Oh. Oho. Das riecht, wie gesagt, nach extrem bitterem Pale Ale. Und es schmeckt ganz anders. Also es ist natürlich bitter, aber es ist lange nicht so bitter wie so ein Pale Ale. Ja, okay. Aber sehr lecker. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Für 2,80 €. Holunder, Aprikose, Mango. Da war ich ja mit Grapefruit gar nicht so schlecht. Ich habe auch schon Guinness getrunken. Ne? Ich gehe auch gleich ins Bett. Eine Bettorange. Wer den jetzt versteht, das Wort, der ist ein wahrhafter, ein echter Fan. Also, du hast wahrscheinlich schon deabonniert, wenn du ein echter Fan bist. Ach, das ist aber richtig mild. Aber trotzdem fruchtig und angebittert. Oh ja. Im Abgang ist es dann doch relativ bitter. Hefe mit drin, ne? Es ist, habe ich auch noch nie gesehen. Darum war ich so überrascht, dass ich in Real gehe, in einen Laden, von dem ich eigentlich nicht so viel halte, weil ich nicht genau weiß, was das ist. Rewe ist ja eher ein Lebensmittelgeschäft, ne? So wie Lidl und Aldi und Edeka, das sind ja alles Lebensmittelläden. Aber Real hat eine Technikabteilung. Ich meine, früher hieß Real ja Allkauf. Da war einem klar so, da kann man alles kaufen, darum Allkauf. Für mich ist es immer nur Alkkauf gewesen. Tippbier, habe ich da auch gesehen. Danke, Gourminister. So viele Querverweise jetzt auf alte Folgen, ihr kommt wahrscheinlich schon gar nicht mehr mit. Hier, damit ihr seht, dass ich euch nicht verarscht habe, ne? Gut, doch habe ich. Ich habe nicht 25 € bezahlt, sondern 24,64. Da oben habe ich ein bisschen mit dem Feuerzeug rumgespielt, sorry. Sollen wir danach noch eins trinken? Oh, ein bisschen längerer Biertest jetzt. Aber 6 € für eine Flasche Bier. Gut, der hat 0,6 Inhalt, also nicht 0,5, aber das ist trotzdem krass. Muss ich mich gleich mal schlau machen über die Brauerei, die Rieger Braumanufaktur. Es liegt bestimmt in Riege. Gibt's den Ort? Keine Ahnung. So ein gutes Bier, ne? Einfach weggezuppelt. So sieht's aus. Das ist Erring Frink TV. Nächstes Bier, wir trinken jetzt noch eins. Komm, komm, nutzt doch nichts. Die Scheißfans zufriedenstellen. Jetzt kommen die wieder und meckern. Mach gar keine Videos. Wir wollen doch Videos sehen von euch. Ja, und dann lade ich eins alleine hoch und dann ist auch nicht gut, ne? Pack, ey. Ach so, ja. Als Kontrast ein Malzbier. Heute komme ich einfach nicht rein, ne? Als Kontrast ein malziges Bier. Das Riegele Robustus 6. Und die 6. Malziges Feuerwerk. Gebraut in der Riegele Baumanufaktur, empfohlen vom Weltmeister der Biersommelier Sebastian Priller. 5%. Charge 17,17,2. Also, Robustus 6 verdankt seinen Geschmack der irischen Alehefe und einem Malz-Sextett. Und demonetarisiert. Ach nee, wir kriegen ja gar keine. Das mach ich am besten nochmal, ey. Robustus 6 verdankt seinen Geschmack der. Ich liebe die Seriosität dieses Kanals. Robustus 6 verdankt seinen Geschmack der irischen Alehefe und einem Malz-Sextett aus Pale Chocolate Malz, Dark Chocolate Malz, Roasted Barley und 3 weiteren robusten Malzen. Dessen Namen nicht genannt werden sollen, oder was? Cremig elegant. 6 Malzsorten. Buh. Krass, sowas trinkt man normalerweise nicht vor der Kamera. Das ist für euch eigentlich zu schad. Das Perlen vor die Säue. Arschloch, ey. Farbe dunkel, ja klar. Aroma Kaffee-Schokolade-Röstmalz. Perlage weich. Gut, ich habe eben Guinness getrunken, wie gesagt. Weicher geht nicht. Bittere 4,40%. 4 von 10 einfach, ne? Körper cremig und elegant.
Hefetyp irische Alehefe. Ja, haben wir auch eben schon gelesen. Alkohol 5%. Genusstemperatur 11 Grad Celsius. Perfekt zu Steaks vom Lamm, Pilzgerichten und Entrecote. Ja? Alright. Steaks vom Lamm. Ja, gut. Als Vegetarier ist das jetzt nicht so einfach. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz. Das haben wir eben schon gelesen. Münchnermalz. Ach, da steht's. Pale Chocolate, Dark Chocolate, Steffi schon wieder, Münchnermalz, Ambermalz, Ambermalz. Weizenmalz, geröstete Gerste. Hopfen, First Gold und Golding. Hefe. Hefe ist ein Zutat, sorry. Ja. Bin echt ein bisschen gespannt auf das hier. Das macht einen sehr interessanten Eindruck. Die machen alle einen ziemlichen Krach. Ja, vom weißen Hintergrund. Ist zu schade dafür. Nehmen wir das Shirt. So. Okay. Ich wünschte manchmal, das hier wäre ein seriöser Biertestkanal und dann kommt zwischendurch einfach so ein Video wie das hier. Wo die Leute nur mit offenem Mund da sitzen und denken, ich dachte, ich kenne den Typ. Und dann kommt sowas. So, ja, schön. Schwarz natürlich wie die Nachtkatze, nicht durchgucken, finde ich immer schön. Ölig. Der Schaum ist geil, der Schaum hat nämlich mal wieder so eine dunkle Farbe. Ich stehe da drauf, wenn Schaum und Bier so eine Art Symbiose ergeben, wenn das so. Wenn der Schaum nicht weiß ist bei so einem Bier, ist geil. Boah. Boah, ey. Ey, wir haben ja schon viele Biere hier bei Eric und Frank TV getrunken, ne? Und darunter auch einige Röstmalzbiere, einige dunkle Biere. Aber das hier ist dermaßen bitterschokoladig. Als würdest du eine Bitterschokolade in den Topf einschmelzen und daran riechen. Und dann noch einen Schuss Kaffee dabei und vielleicht eine Sahne. Aber die Sahne ist wahrscheinlich nur Assoziation, weil man Kuchen gern mit Sahne isst. Ja, wow, ey. Also es riecht wie das Guinness jetzt, nur halt viel, viel schokoladiger. Interessant. Alter! Das hast du echt selten. Meistens ist es ja so, du riechst an einem Bier und denkst, boah, riecht das geil. Ich würde sogar fast behaupten, ich rieche lieber als zu trinken. Jetzt... Vom Genuss her. So, und dann denkst du, boah, das riecht ja mega geil. Dann probierst du das, trinkst das und du hast halt nicht mehr das, was du gerochen hast. Es ist halt nicht mehr so krass. Da ist das andersrum. Das riecht, ja, im Vergleich zum Geschmack moderat. Boah. Und das schmeckt richtig, richtig gut. Da ist irgendwas, was Kratziges bei, aber nicht störend kratzig. So, als würdest du Kakao trinken, aber du hast den Kakao nicht komplett aufgelöst, sondern es ist noch ein bisschen von dem Pulver mit drin. Alter, was ist das für eine Beschreibung? Ey, ich bin ja ein Meister meines Fachs. Gib Daumen hoch, wenn ihr das auch so seht. Also es schmeckt anders, als es riecht. Viel... Irgendwie interessant, ich kann das gar nicht beschreiben, was das ist. Ich will jetzt nicht sagen, die 2,80 haben sich gelohnt, weil am Ende ist es immer noch ein Bier, aber für Craft Beer zahlt man halt mal so viel. Und das ist auch nicht schlimm. Ich unterstütze das ja gerne. Ich meine, im tiefsten Innern sind wir ja schon Bierliebhaber hier bei Eric und Frank TV, ne? Sonst würde ich den Scheiß ja nicht machen. Und wenn du dann manchmal belohnt wirst mit einem guten Bier, wo du sagst, wow, sowas habe ich lange nicht getrunken, das ist einfach umso besser. Boah, jetzt wird es aber sentimental. Spastis. Nico, ich will endlich einen Köppelzwerf hier stehen haben. Aber bitte kein super bitteres so. Und auch nicht den Barley Wine. Jetzt wird's schon schwierig, ne? Ah, ne, ist egal. Das, Mandaripa hätte ich gern mal. Doch. Einfach nur, weil ich mein Bier von Köppelzwerf trinken will.
Jetzt alle Hashtag Köppelsurf for Frank in die Kommentare. Call to action. Yo, YouTube Stuff und so. Und nicht vergessen da oben. Und die Glocke. Und D-Abo da lassen. D-Abo und die Glocke. Den Rest trinke ich jetzt beim Schneiden von diesem verkackten Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Dann vielleicht wieder mit Eric. Wird Zeit. Ach ja, stimmt, hier. Ich habe auf meinem anderen, wesentlich erfolgreicheren Kanal ein Video über Rammstein gemacht. Schaut da mal rein. Woo!